So Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr irgendwelche Videos über Xenoverse gemacht. Heute habe ich mal wieder so gedacht, komm, mach's mal wieder. Denn ich habe gestern aus Spaß, ja, mehr oder weniger so ein paar Mods getestet. Ich habe hier einen. Ups. Okay. Auf jeden Fall habe ich ein paar Mods getestet. Und ja, da haben wir schon die einen oder anderen haben mir sehr gut gefallen. Und ja, heute möchte ich euch das zeigen. Wir gehen mal zum Offline-Kampf. So. So, da sind wir auch schon. So, wir haben hier ein paar Mods. Also diesen Goku Black habe ich euch schon gezeigt. Und ja, heute soll es eigentlich aber um diesen Vegeta hier gehen, und zwar um diesen hier. Und ja, wir lassen ihn natürlich gegen den DSC-Vegeta kämpfen. Und zwar hier. Und ihr dürft dann natürlich entscheiden, aus eurer Sicht, welchen ihr davon natürlich besser findet. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, genauso wie ihr. Und ja, wir gucken mal. So. Wie gesagt, Charaktere haben neue Auren. Wieder, also dieses Pack hat sich nämlich geupdatet. Ah, du Drecksau. Wow. Wir müssen uns halt noch verwandeln irgendwie. Das dauert halt ein bisschen. Ihr kennt das ja. So, wir wandeln uns jetzt erstmal in Super Saiyajin. Zack. Ich glaube jetzt in Super Saiyajin 2, genau. Boom. Und der Super Saiyajin Blue. Der arschgeil aussieht, meiner Meinung nach. Also die Verwandlung zumindest. So, jetzt geht natürlich noch weiter eine Stufe hier. Genau, so, jetzt haben wir Super Saiyan Blue gegen Super Saiyan Blue. Evolution natürlich, Entschuldigung. Was natürlich nochmal ist, da müsst ihr jetzt mal drauf achten, wenn der Vegeta sich gleich sprengt. Ich weiß aber nicht, ob das so klappt. Genau, ihr seht auf jeden Fall diesen Kreis, der wird jetzt nicht verschwinden. Da habe ich jetzt auch eine neue Mod runtergeladen, die echt verdammt geil ist. Und wie gesagt, von diesem Pack gibt es noch ein paar mehr Charaktere, die ich euch zeigen möchte. Die sind echt geil. Oh, verdammt. So, genau, Limitbrecher ist Angriff gesteigert. Hätte er jetzt nicht ausgewichen, hätte das A-Spiel gezogen. Genau, und meine Lieblingsattacke, wenn wir treffen. Ne, leider nicht. Naja, man musste sie auf den Boden einsetzen, damit. Das sieht irgendwie richtig geil aus dann. Naja. Genau, und. Boom. So, mit dem Vegeta haben wir es schon geschafft. Wir haben natürlich noch einen Vegeta, der mir auch sehr gefällt. Wie gesagt, wir gehen natürlich gleich noch im Fotomodus, um euch nochmal alles in Ruhe zu zeigen, wo ihr dann natürlich entscheiden dürft, welchen Vegeta ihr am besten findet. Ja, wir haben ja noch, genau, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue Evolution Combo. Da können wir den ja auch mal nehmen. Und wir gehen dann auch hier hin. Und wie gesagt, also der Vegeta, ich bin echt, ja, also verdammt beeindruckt. Sag mal so, wir haben natürlich noch ein paar bessere Charaktere, also einen zumindest, den ich bis jetzt gesehen habe, und zwar von Goku. Will ich euch auch noch zeigen, wenn, naja, es soweit ist. So, Super Saiyan God Vegeta. Jetzt haben wir auch andere Attacken. Und wir können natürlich auch mit der Baseform diesen Blitz einsetzen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, jetzt haben wir ihn schon fast getötet. Wie gesagt, die beiden Charaktere zeige ich euch gleich nochmal in Ruhe im Fotomodus.
So, da haben wir uns verwandelt in den guten. Au. Ah, ich weiß noch nicht, ob das reicht. Das müsste eigentlich gleich. Genau, und jetzt können wir uns halt. Oder wie gesagt, da haben wir keine Animation. Der verwandelt sich einfach so in Blue. Ja, und dann. Hätten wir jetzt getroffen. Na gut, hätten wir gewonnen. Aber egal. Dieser Limitbrecher für diesen hier ist auch Angriff gesteigert. Verdammt. Früh eingesetzt. Verdammt. Oh Gott, ich hab's mal verkackelt, ne? Genau. Ah, nein! Geht doch. Ja, und das wäre halt. Und, nein, wir verlieren das auch noch. Wir verlieren das auch noch. Nein. Oh Gott, das war jetzt pures Pech. Ich wollte eigentlich zeigen, aber man kennt das ja. Beim Zeigen geht immer so viel schief. Und wir haben es vielleicht sogar noch überlebt. Uiuiui. Oh, ich treffe das. Bitte. Geht doch. Genau, jetzt. Brrr. Bam. Oh, ich liebe diese Attacke. Die ist so geil gemacht worden. Jo, jetzt können wir natürlich noch eben in Fotomodus gehen. Wie gesagt, die anderen Vegetas habe ich schon getestet. Also die sind eigentlich nicht anders wie diese beiden jetzt hier. Aber ich finde jetzt, diese beiden waren die wichtigsten aus diesem ganzen Pack. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal die neuen Charaktere genauer an. Jo, dafür gehen wir natürlich in Fotomodus. Ja, ich werde ja wie gesagt auch noch so ein paar Charaktere mehr oder weniger sammeln. Bis Ende des Jahres und ja, wir fangen diesmal wieder an mit den Super Saiyan Blue Evolution. Kämpfen gegen den richtigen. Wie gesagt, ihr dürft ja natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, welchen ihr besser findet. Sagt ihr Mod-Version oder sagt ihr nein, die vorherige Version tausendmal, die DLC-Version tausendmal geiler? Schreibt es in die Kommentare. Und ja. Jo. Genau. Aufladen tut sich ja ganz normal. Ihr seht den Damage, der ist so hammerhart. Wenn er gleich in den Blue sich verwandelt, dann natürlich noch ein bisschen mehr. So, im Super Saiyan. Wir können ja nochmal testen, wie viel er jetzt zieht. Boah, das ist so ein Damage. Ja, und wie gesagt, der kann natürlich auch ein Super Saiyan. Wir machen das mal im Neustart. Ah, ich muss das zusammen verwandeln. Wir und zurück. Ups. Und zack. Sehr geil. So, wir können es natürlich noch einmal verwandeln in den Super Saiyan 2. Und ihr seht, die ganzen. Ja, diese ganzen Löcher da, die bleiben. Ich finde das richtig geil. Das ist so ein richtiges DLC für mich. Ich werde da jetzt einmal kurz gleich für mich einen Screenshot machen, weil ich finde dieses. Animation, diese Aura finde ich so geil. Das ist noch zu hell. Wow. Aura ist ein bisschen groß. Ah, noch ein bisschen. Das sieht aber echt geil aus, wenn man das so ansieht. Genau, und jetzt mache ich halt einen kleinen Screenshot für mich. Was ich noch besser fand, muss ich jetzt einmal kurz nochmal machen. Wie gesagt, alles mit der Ruhe. Ich hau mal ab jetzt hier. Das hier sah jetzt gerade sogar noch ein bisschen besser aus, wo das. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin, wo er wirklich anfängt, die blaue Aura um sich zu bekommen. Alle Gesichtsausdruck sieht scheiße aus.
Aber so halt, das sieht echt so richtig cool aus. Und bam. So, die Attacken kennen wir ja schon. Und die ziehen echt verdammt viel, also doppelt so viel wie der normale. Können es ja mal umgekehrt testen. Er zieht leider Gottes nicht so viel. Wie gesagt, wir haben ja sogar noch die neue Verwandlung. Die Super Saiyan Blue Evolution. Und oh, sieht das geil aus. Oh, ich feiere diesen Vegeta so. So hart. Ich hasse das, dass man hier immer wieder auf Dingens da drücken muss. Nein. Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir, da hat sich natürlich sein Moveset jetzt auch wieder so ein bisschen geändert. Also der greift jetzt halt genau wie der Blue Evolution auch an. Und jetzt sehen wir mal den richtigen Damage. Aber jetzt sieht verdammt viel. So. Oh, hat sich seine... Oh. Naja, auf jeden Fall können wir noch die finale Explosion testen, wie viel die zieht. Da natürlich, glaube ich, der Super Saiyan Blue Vegeta entwickelt, der richtige, hat dann, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen. Nein, er ist tot. Ausgelöscht. Hat der andere Vegeta, wenn wir das können? Genau. Wir gehen mal zum anderen Vegeta, gucken wir mal, ob der uns auch auslöschen kann. Mal gucken. Ah, sieht schlecht aus. Ah, genau, und wieder verbuggt. Ups. Ja, genau. Genau so. So, wir werden natürlich jetzt auch auf den anderen Vegeta rüber switchen. Und zwar Super Saiyan Gott. Und dann dürft ihr natürlich gerne noch in die Kommentare schreiben, welchen Super Saiyan, also welchen Vegeta ihr jetzt am besten fandet, den DLC Vegeta oder die beiden DLC Vegetas oder die Mods. Mal sehen. Bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. So. Da sind wir auch wieder. Als erstes werden wir uns natürlich verwandeln. Ich glaube, wir greifen jetzt auch wieder normale Vegeta an, wieder Super Saiyan Gott Vegeta. Zack. Oh, ich finde diese Attacke immer noch so. Und keine coolere Attacke. Mal gucken, den Damage testen lassen. Ah, auch der Mod Vegeta zieht da ein bisschen mehr. Ja gut, dann hat er natürlich noch Vegeta Blue. Aber darum soll es natürlich jetzt gar nicht gehen. Da können wir natürlich gleich auch noch mal testen, wer davon mehr zieht. Ja gut, fast gleich. So, wir gucken mal, ob das einen Unterschied macht, wenn wir uns in den Super Saiyan Blue verwandeln. Oh ja, sogar sehr. Würde das den Super Saiyan... Ah, verdammt, zu spät. Würde das den Super Saiyan Blue überhaupt stehen, die Attacke?
Ah, nein, nein, nein. Ah, schon wieder zu spät. Ah. Okay, mit dieser Attacke ist es schwierig, das Screenshot zu machen. So, Prominenzblitz. Ja, endlich. So ein bisschen hier so. Kleinen. Zack, so. Ja gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Vegeta ihr besser findet. Den Blue Vegeta oder den DC Vegeta oder halt den Mod. So, zum Abschluss nochmal diese verdammt geile Attacke. War leider nicht auf dem Boden. Genau, jetzt nochmal zum Abschluss diese coole Attacke. Ciao!